Werner Geidel genießt die warmen Sonnenstrahlen. Durch die viele UV-Strahlung haben sich bei dem 73-Jährigen mit dem Alter Pigmentflecken gebildet. Sie hinterlassen unschöne Spuren. Das habe ich schon viele Jahre. Ich denke mal so 10, 15 Jahre. Natürlich noch nicht so extrem, wie es jetzt ist. Und ja, die mich kennen, die fragen dann schon mal nach. Was ist damit? Ist es jetzt irgendwie Krebs? Obwohl er regelmäßig zum Hautcheck geht, möchte er die auffälligen Flecken an der Hautklinik der Uniklinik Leipzig kontrollieren lassen. Wenn jetzt Pigmentflecken neu auftreten, sich verändern, schnell wachsen, plötzlich zu bluten anfangen, dann sollte man unbedingt sie dem Hautarzt vorstellen. Es gibt ja die regulären Hautchecks ab 35. Aber wenn etwas neu auftritt oder blutet oder nicht innerhalb von 1 bis 2 Wochen abheilt, dann kann man auch außerhalb dieser Hautchecks selbstverständlich zum Hautarzt gehen. Altersflecken sind meist harmlos. Trotzdem wird Werner Geidel noch einmal gründlich untersucht. Ich würde Sie bitten, die Brille abzusetzen. Und dann gucke ich mir das noch mal unter dem Auflichtmikroskop an. Die Ursache für die Flecken sind spezielle Zellen in der oberen Hautschicht. Sie bilden das Farbpigment Melanin. Das sorgt dafür, dass die UV-Strahlen der Sonne nicht in tiefere Hautschichten dringen. So schützt sich die Haut vor Schädigungen. Auf dem Pigmentfleck hat Werner Geidel noch eine Alterswarze. Um hier bösartige Veränderungen auszuschließen, wird eine Gewebeprobe genommen und untersucht. Das Ergebnis aus unserem Labor, das kommt morgen. Und wir machen das ja, um ganz sicher zu sein, dass kein Hautkrebs vorliegt. Und wenn wir da sicher sind, dann können wir die große Stelle auch noch lasern. Doch zunächst rückt Professor Grunewald den kleineren Flecken zu Leibe. Als effektivste Methode gilt dafür die Laserbehandlung. Schutzbrille auf und los geht's. Ein Lichtstrahl dringt mit hoher Intensität in die oberen Hautschichten ein. Er zertrümmert die Pigmentablagerungen in kleinste Teilchen, die später im Körper abtransportiert werden. Sie bekommen jetzt von mir noch einen Kühlakku, ja? Ja, das ist nicht schlimm. Das ist ganz gering. Nach der Behandlung kann es zu leichten Schwellungen und Brennen ähnlich einem Sonnenbrand kommen. Nach spätestens 2 Wochen ist alles komplett abgeklungen. Die Stelle, wo wir die Probe gemacht haben, da kommt ein Pflaster drauf. Und auf die anderen Stellen, sobald die Krusten ab sind, muss da Sonnenschutz drauf. Und er soll explizit nicht in die Sonne gehen. Inzwischen gibt es viele Anbieter der Lasertherapie. Doch nicht allen sollte man vertrauen. Aus meiner Sicht gehört die Lasertherapie in die Hände erfahrener Ärzte, weil das nicht nur technisch anspruchsvoll ist, sondern auch ein medizinischer Eingriff. Man darf auf keinen Fall bösartige Hautveränderungen übersehen oder aus Versehen mitlasern. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass derjenige sich gut auch medizinisch mit der Haut auskennt. Die Kosten der Behandlung können zwischen 100 und 500 Euro schwanken. Sie richten sich nach der Größe der behandelten Hautfläche und eventuellen Extraleistungen. Naja, da fragt man sich, was ist da eigentlich los in der Haut, wenn man älter wird, überall so eine braune Flecke bekommt hier, ne? Wie dieses Wachtelei, dass die Haut plötzlich unregelmäßig wird. Und das empfinden wir ja meistens als nicht sonderlich schön. Also was ist los mit unserer Haut? Ich weiß es nicht. Wer es weiß, ist Frau Dr. Jael Adler. Sie ist heute bei mir. Hallo, schön, Hallo, dass Sie da sind. Ja, was passiert mit der Haut, wenn die älter wird? Warum kriegen wir so eine Flecken? Ja, sie tut sich schwer. Im Laufe des Lebens ist sehr viel UV-Strahlung auf die Haut geknallt, besonders auf die Sonnenterrassen. Mhm. Und da entwickeln wir auch unsere ersten Flecken. Das sind die Sonnenterrassen? Die Sonnenterrassen sind natürlich das, wo die Sonne drauf scheint. Also oben die Ohren, bei den Männern hier oben Kopf, Stirnglatze, Jochbeine, Handrücken. Mhm. Überall da, wo viel Sonne war, da sagt dann irgendwann die Haut, oh, das ist jetzt zu viel. Und da sind diese braunen Flecken wie Stoppschilder. Mhm. Da bilden sich also mehr Pigmentzellen. Es pigmentiert insgesamt auch stärker. Und das ist auch im Sommer und im Winter die gleiche Stabilität dieser Flecken. Das heißt, es ist nicht so wie Sommersprossen, die dann irgendwie ablassen. Mhm. Und das sagt uns einfach, okay, hier ist genug. Man kann das kosmetisch behandeln. Das ist an sich nichts Schlimmes. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, denn man sammelt ja im Laufe des Lebens auch Schäden ein, die man nicht direkt sehen kann. Und das ist ein gewisses Alarmzeichen. Bevor wir darüber sprechen, wie man die vielleicht sogar wegkriegen kann, gucken wir uns noch mal Flecken an, dass wir die unterscheiden können. Wir haben hier noch mal ein Gesicht von einer Frau als Foto. Von ja, so ganz vielen Flecken, das sieht man häufiger mal, ne? Die so an einer Stelle sich konzentrieren. Ja. Also gerade eben haben wir über die Sonnen- oder Altersflecken, uncharmanter Name, gesprochen. Die
kommen auf den Sonnenterrassen am Popo, der nie in die Sonne gehalten wird, sind die nicht. Das hat also wirklich nichts mit dem Alter zu tun, sondern ist ein Lichtschaden. Das bei dieser Dame gerade eben ist mehr so landkartenförmig, manchmal auch noch homogener, nicht so einzelfleckig. Mhm. Und das ist oft bei Frauen, so zwischen 20 und 40, mhm, in Verbindung Sonne plus weibliche Hormone. Mhm. Und das kommt im Sommer stärker, wird durch eine Schwangerschaft getriggert oder eben auch durch eine Pille, die man einnimmt. Und das kann sowohl durch die Östrogene als auch durch das Gelbkörperhormon. Also durch die Antibabypille, nicht durch ein Blutdruckmedikament. Antibabypille, sondern, genau. Oder ja, auch die Hormonspirale. Leider kann die das auch verursachen. Obwohl ja immer gesagt wird, die wirkt nur lokal in der Gebärmutter, ist nicht so. Kann sich ebenfalls im Gesicht dann so äußern, dass man ja immer diese landkartenartigen Flecken bekommt. Wie kriegt man die Flecken jetzt weg? Also nicht nur die landkartenartigen, sondern so diese Altersflecken auf der Sonnenterrasse. Ich habe auch schon ein paar Jahre auf der Hand. Da gibt es ja immer so die Möglichkeiten, sagen, Zitrone zum Beispiel rauf. Ist doch eine ganz gute Idee, oder? Ist eine Säure. Ich bin eigentlich ein großer Anhänger von Naturmitteln. Leider ist die Zitrone mit dem Vitamin C ist zwar okay, aber es macht die Flecken nicht ganz weg. Auch die ganzen freiverkäuflichen Bleichcremes sind leicht effektiv, aber nicht so, dass die Leute sagen würden, oh, jetzt ist wieder alles weg. Und die Leute stört das ja kosmetisch und die wollen sie nicht heller haben, sie wollen sie weghaben. Und deswegen haben wir im Beitrag gesehen, die effektivste Methode ist der Laser. Ja, ist aber eine teure Methode. Ja. Kann ich nicht einfach in eine Apotheke gehen und eine Bleichcreme kaufen? Das selbst aus der Apotheke bringt nicht viel? Naja, also es steht dann meistens drauf, führt zu einer 30-prozentigen Aufhellung, aber es ist eben immer noch braun da. Mhm. Und das ist den Kunden meistens nicht recht. Also am Ende landet man doch beim Hautarzt. Doch beim Laser. Der das dann weglasern soll. Und dann hat man ja halt so und so viel Geld schon für die Kosmetikartikel ausgegeben. Ja. Sie sind nicht, wie gesagt, Katastrophe oder schlecht oder wirken nicht, aber sie wirken nicht ausreichend stark.